das war das Menuett 1 aus der Suite in G-Dur von Johann Sebastian Bach zur Einstimmung. Ich möchte den Rundbogen, den Bachbogen vorstellen. Man spricht auch von einem konvexen Bogen, weil die Bogenstange nach außen gebogen ist, im Gegensatz zum konkaven Bogen, dessen Bogenstange nach innen gebogen ist. Ich möchte also die klanglichen Charakteristiken des Bachbogen vorstellen und dabei soll einer Frage, wie ich meine, einer fundamentalen Frage nachgegangen werden, wie steht es mit der Mehrstimmigkeit am Streichinstrument und wie kann dieses Klangpotenzial gehoben werden. Wie ich gerade demonstriert habe, hat der Rundbogen auch, prägt der Rundbogen auch sehr stark das einstimmige und das zweistimmige Spiel. Das hängt mit der flexiblen Haarspannung zusammen. Ja, um den langen gewundenen Weg zu diesem Ziel anzudeuten, zunächst einen flüchtigen Rückblick in 25 Jahre Entwicklungsarbeit. Es sind viele Prototypen entstanden, ich schätze mehr als 50 an der Zahl. Es waren immer die spieltechnischen und ja, klanglichen Aspekte maßgebend. Das heißt, mit dem Rundbogen wurde die Spieltechnik der Streichinstrumente verändert, auch deren Klanglichkeit, und gleichzeitig wurden neue kompositorische Perspektiven eröffnet. Im Jahr 1990 fing ich mit diesem Rundbogen an. Man kann die Haare auch entspannen. Doch sehr bald danach benutzte ich zwei weitere Rundbögen, die so aussehen. Und die heutigen, Rundbögen sehen so aus. Die wichtigsten Neuerungen waren erstens die Erkenntnis, dass zwei alternative und sich ergänzende Modelle, nämlich ein flachgewölbtes Modell und ein hochgewölbtes Modell, sinnvoll sind. Zweitens die Verwendung von Fernand Buch für die Bogenstange des flachen Rundbogens insbesondere. Ein Holz, das äußerst schwierig zu biegen ist, aber es hat klanglich und spieltechnisch die besten Eigenschaften. Drittens, der neue Frosch, der auf einem neuen Konstruktionsprinzip beruht und dessen Handhabung ständig weiter optimiert wurde. Wie für die Bogenstange sind hier im 1/10 mm Bereich konstruktive Lösungen zu finden. Hier habe ich eine Konstruktionszeichnung aus dem Jahr 2006. Mir war von vornherein klar, dass das Vorhaben nur gelingen konnte, wenn der Rundbogen die Kontrolle über alle drei räumlichen Achsen gestattet. Also diese Achse, diese Achse und diese. Meine Ideenskizze aus dem Jahr 2000
steht am Anfang dieser Lösung. Auch wenn es oberflächlich betrachtet nicht danach aussieht, weil der heutige Frosch eben eine völlig andere Form hat. Also, das Endresultat ist dieser Frosch, der folgendermaßen mit dem Griff funktioniert. Die Gegenkraft zum Daumen liefern der Mittelfinger und der Ringfinger. Sie garantieren somit die Kontrolle auch in der Längsachse. Die beiden Finger und der Daumen bewegen den Hebel gemeinsam. Dies war ein entscheidendes Novum, weil bei den bisherigen Rundbögen die Mechanik nur durch den Daumen bewegt wurde. Nochmal das erste Modell. Also nur mit dem Daumen. Ist auch überhaupt nicht ergonomisch geformt. Der Rundbogen für die Violine ist ähnlich konstruiert. Er ist etwas länger natürlich und hat einen kleineren Frosch. Ist leichter. Aber im Prinzip das Gleiche. Das zweite Klangbeispiel, das Menuett 2 und dann nochmal das Menuett 1 aus der Kegel-Suite.